Und wer hier ein großes Problem hat, sind die Christen. Weil ich habe, was habe ich eben gesagt? Ich habe über die Kadarier gesprochen. Die Kadarier sind die Leugner des Kadars, ja? Es gibt die Jibriya, die sagen, man ist gezwungen. Die haben was nicht beachtet? Den Vers, wo Allah sagt, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Und die Kadarier, die haben versucht, ihren Verstand einzusetzen. Und die haben eigentlich nicht den Verstand eingesetzt, weil wenn sie den Verstand eingesetzt hätten, hätten sie verstanden, dass der Verstand eine Grenze hat. Aber weil sie das nicht verstanden haben, weil sie auch diese Krankheit haben, die man heutzutage im Westen hat, die Vergöttlichung des Verstandes, das heißt nicht einzusehen, dass der Verstand eine Grenze hat, ja, und den Hochmut zu besitzen, den eigenen Verstand mit dem Wissen Allahs gleichzusetzen, deswegen sind sie in die Irre gegangen und haben gesagt, ja, Allah wusste nicht, was passiert. Und Allah hat das nicht bestimmt und nicht gewollt. Was haben wir gesagt, wenn einer sagt, Allah hat das nicht gewollt, dann fragen wir ihn, wer hat es denn gewollt? Dann sagt er, der Satan. Dann sagen wir, der Satan hat es gewollt, Allah hat es nicht gewollt, es passiert, er muss den Satan anbeten. So, und jetzt sagen wir nochmal hier, bei den Christen beispielsweise, viele verlassen das Christentum, weil es hierauf keine Antwort gibt. Das Christentum hat keine Antwort darauf, warum es Gutes und Schlechtes gibt. Weil Gott liebt alle Menschen, Gott will für den Menschen nur das Gute. Sie haben diese Unterteilung nicht in Irada Kaunia und Irada Sharia. Ja, das Willen im Sinne, das Wollen im Sinne vom Wünschen, Lieben und das Wollen im Sinne von Geschehen für eine Weisheit, auch wenn es gut, ob es gut ist oder schlecht ist und es führt dann im Nachhinein zu etwas Gutem. Ja, das haben sie nicht. Deswegen beispielsweise, wenn du mit Christen über dieses Thema diskutierst, ja, viele davon fallen vom Glauben komplett ab. Weil du sagst zu ihm, weiß Allah alles? Dann sagt er ja. Hat Allah, weil viele sagen dann, ja, guck mal, bei euch im Islam, Allah hat das gewollt, Allah hat dieses und so weiter. Dann sagst du zu ihm, ich habe eine Frage an dich. Weiß Gott alles? Dann sagt er ja. Dann sagen wir, ist Gott allmächtig? Sagt er ja. Dann sagen wir, okay. Das heißt, Gott wusste, dass dieser Mörder diese Person ermorden wird. Richtig? Das wusste er. Hat er die Macht, ihn an dem Mord zu hindern? Ja, logisch. Hat er aber nicht gemacht. Was heißt das? Er hat gewollt, dass das geschieht. Welche Art von Willen? Iradatu Kaunia. Iradatu Sharia ist, dass das nie, dass er keinen ermordet. Iradatu Sharia kann stattfinden oder nicht stattfinden. Das heißt, wollen im Sinne von Wünschen, Lieben kann stattfinden oder nicht stattfinden. Und Iradatu Kaunia, ja, ist nicht unbedingt das, was Allah liebt. Wenn ich bete, das ist Iradatu Sharia, Allah liebt das, er will das im Sinne von Lieben. Und Iradatu Sharia, Kaunia im Sinne von, er hat es bestimmt. Wenn ich bete, dann wissen wir, dass es Kaunia war. Wann wissen wir, dass etwas Iradatu Kaunia ist? Wenn es geschehen ist. Wenn es geschehen ist. Und wann wissen wir, ob etwas Iradatu Sharia ist? Wenn wir im Koran beispielsweise einen Befehl dafür finden oder in der Sunna. Dann wissen wir, dass Allah das liebt. Weil der Prophet hat uns alles gezeigt, was wir lieben. Und hier, wie gesagt, die Christen haben hier auf diese Antwort, haben hier auf keine Antwort. Deswegen vor einigen Jahren, als der Tsunami geschah, war eine Theologin im Fernsehen, hat die gesagt, die hat gesagt, wenn ich Gott am jüngsten Tag treffe, der soll sich warm anziehen. Was sagen wir über den Tsunami? Sind da unschuldige Menschen gestorben? Ja. Hat Allah das gewollt? Ja, sonst hätte es ja nicht passieren können. Denn Allah wusste, dass sich Wolken, denn Allah ist allwissend. Allah ist allmächtig, Allah hätte den Tsunami verhindern können. So, jetzt wird sie gefragt, ja, guck mal, dieses Elend, wie kann Allah dieses Elend wollen? Wir sagen, dieses Elend kann dazu führen, dass diesen Menschen vergeben wird. Und du weißt gar nicht, wie dieser Mensch sich in dieser Notlage findet. Der Prophet a.s. sagt beispielsweise, vielleicht sieht der Mensch zerfetzt aus, aber der hat diese Schmerzen gar nicht gehabt, die du beim Anblick hast. Der Prophet a.s. sagt beispielsweise, dass der Märtyrer bei seinem Tod, ja,
wie nur einen Schmerz hat, wie eine, bei dem ersten Stich, als wenn, bei dem ersten Bluttropf, als wenn, wenn er nur gestochen wird von einer Mücke. Oder von einem Tier, also gestochen wird. Versteht ihr? Das heißt, nicht alles, was wir wahrnehmen, ist so, wie wir es wahrnehmen. Und was hat Allah die Macht im Jenseits? Den unendlich zu entschädigen. Und wenn einer sowieso in die Hölle geht, hat die Strafe im Diesseits schon angefangen. Macht auch keinen großen Unterschied mehr. Gut, das sind die Worte. Subhanak, alles was richtig war, war von Allah und alles was falsch war, von mir und vom Shaitan. Subhanak, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.